Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Daily DAX heute am Dienstag, dem 27. August 2019. Ja, erneut ein Zuwachs heute für den deutschen Aktienindex in Höhe von 0,62% oder umgerechnet 71 Punkte. Endstand auf Xetra 11.730 Punkte. Ja, und somit setzt sich die Kurserholung fort. Was gefällt mir besonders gut, um ehrlich zu sein? Ich betonte es bereits gestern. Erst einmal die Tatsache, dass wir das Gap geschlossen hatten, dann uns wieder oberhalb 11.620 stabilisieren konnten, heute wiederum im Tagestief auf 11.620 aufgeschlagen sind und eben dann auch nach oben durchgestartet sind. Also auch hier bislang passt wirklich sehr, sehr gut ins Bild, denn ich betonte ja, solange eben 11.620 per End of Day nicht aufgegeben werden sollten, besteht weiteres Kurspotenzial im Rahmen einer recht kurzfristigen Seitwärtsbewegung bis 11.850 Punkte in etwa auf der Oberseite ist an Kurspotenzial gegeben. Eben nochmals, ich betone es, solange 11.620 nicht per End of Day aufgegeben werden. Sollte dies wiederum der Fall sein, muss man vorsichtiger werden, denn dann könnte wieder ein Rückfall in Richtung der ganz entscheidenden Kursunterstützung bei 11.300 Punkten ins Spiel kommen. Dann ein Blick auf die Aktie von E.ON, gestern erst vorgestellt als Long Trading Idee, schon gut gestartet. Denn auch heute konnte E.ON wiederum zulegen und man merkt somit, dass dieser Bereich von 8,15 Euro nun erste Käufer definitiv angelockt hat. Wichtig ist allerdings nun auch, eben über 8,45 Euro anzusteigen, denn nur dann ist auch weiteres Kurspotenzial möglich. Aber ich betone nochmals auch hier ganz klar, die vorgestellte Trading-Idee ist auf mittelfristiger Ebene ausgelegt. Doch auch hier werde ich selbstverständlich probieren, schnellstmöglich den im beiliegenden Text erwähnten Stopp frühestmöglich eben nachzuziehen, anzupassen, um hier das Risiko aus diesem Trade herauszuholen. Denn gut gestartet ist der Trade, aber hier ist noch definitiv weiteres Kurspotenzial gegeben, wenn die Aktie über 8,40 Euro ansteigen sollte. Wichtig wäre nun eben, dass die Aktie definitiv nicht mehr unter die Marke von 8 Euro fällt und darüber besteht ganz klares Erholungspotenzial. In diesem Sinne einen schönen Abend, bis morgen früh, dann wieder mit dem Blick auf die Wall Street.